Tja, guten Morgen, heißt es wieder mal. Das Witzige ist, ich glaube, auch auf YouTube kann man immer nachträglich sehen, welche Streams und welche Videos ich am Morgen aufgenommen habe, weil dann die Haare immer noch so aussehen und weil ich die Brille aufhab, die ich morgens aufhab, kurz am Aufstehen. Ich hätte jetzt gar nicht direkt vorgehabt zu streamen eigentlich. Das war nicht geplant und ich habe heute Morgen, aber das ist ja das Schlimme. Ich mache ständig Let's Plays für GameTube, für meine eigenen drei Kanäle. Ich mache Twitch zwischendurch und im Moment habe ich immer noch normale Arbeit ab und zu. Es wird jetzt schon weniger, aber und ständig mache ich so einen Scheiß und dann liege ich halt manchmal im Bett oder mache dann und spiele immer noch selber Hearthstone. Immer noch mal zwischendurch zwischen Streams und Let's Plays und so spiele ich immer noch Hearthstone. Und in diesem Fall war es genauso. Ich habe einfach auf dem Tablet bisschen Hearthstone gespielt. Und dann lief das ganz gut. Es fing richtig scheiße an. Es fing mit 0-2 an. Und ich dachte mir so, fuck, 0-2, da fliegst du wieder raus. Und dann habe ich 7 Wins hintereinander weg. Bam, bam, bam. Und manche waren auch am Anfang richtig schlecht. Man sieht es euch, ich habe dreimal Consecration. Ich hatte zweimal eine Starthand mit zwei Consecration direkt am Anfang. Und solche Sachen. Aber ich habe jetzt 7 Wins und ich dachte, ich glaube, bisher im Stream ist mein Rekord 7 Wins. Und ich dachte, wenn ich jetzt den Rekord breche. 8 Wins. Ich lese gerade noch ein bisschen in den Twitch-Chat neben 3. Mit den 8 Wins, vielleicht schaffe ich den Rekord, dann will ich euch dabei haben. Will ich ja nicht ohne euch machen. Wir können ganz kurz das Deck angucken. Ein Secret mit Avenge. Oder zwei Secrets habe ich. Ein Avenge-Secret mit dem Buffen. Eine Redemption, wo er wiederkommt. Dann habe ich zweimal Blessing of Wisdom. Und eine Hand of Protection, das sind so die Zauber hier unten. Dann habe ich einen Zombie-Chow zum Start, zwei Archer Protector, ziemlich gut, Frostproof Grunt, meh, Loot Hoarder, Mad Scientist, auch so okay, Micro Machine, Coghammer, sehr geil, Master for Battle, Codelight Oracle, auch nicht so toll, ein True Silver Champion, sehr toll, Blessing of Kings, auch ziemlich gut, drei Consecration, was fast ein bisschen viel ist, ein Chillwind Yeti, sehr gut, Dread Corsair, so okay, Mechanical Yeti, ziemlich gut, Fan Creeper, ganz gut, Frostwolf Warlord, auch ganz gut, Venture Code, ziemlich gut, Olaf ist ziemlich gut, Pilot Sky Golem ziemlich gut, Sunwalker ziemlich gut, Black Knight ziemlich gut. Also ich habe eigentlich das Deck ganz cool. Man kann manchmal Pech haben, wenn man zu viele Zauber auf die Hand kriegt. Eine Starthand hatte ich echt schon mit zwei Consecration und einem Blessing of Wisdom. So, was willst du denn damit? Aber wir spielen einfach mal los, bevor ich hier ewig rumrede und gucken mal, wie es läuft. Im Twitch-Chat geht es immer noch um Brillen. Ja, wie gesagt, da muss man. Bei mir ist immer noch die Sondersituation für alle, die es nicht wissen. Ich habe minus 12, minus 13 Dioptrien. Deswegen habe ich eine sehr dicke Brille, die schwer ist. Und Kontaktlinsen auch nicht so leicht. Ich kann nicht jetzt normale Kontaktlinsen mir irgendwo kaufen. Meine müssen immer extra angefertigt werden, tatsächlich. Weil ich auch noch eine Hornhautverkrümmung habe. Alles schlimm. Und deswegen ist das bei mir alles schwieriger mit den Brillen und Kontaktlinsen bei mir. Als jetzt jemand, der sozusagen normale Sehschwäche hat, einfach seine Kontaktlinsen zu kaufen. Nachdem ich mich gerade eben über schwere oder blöde Starts beschwert habe, ist das mal ein super Start. Zombie Chow, super Karte, Loot Hoarder, eine okay Karte und gerade am Anfang mit dem Card Draw ganz vernünftig. Hand of Protection brauche ich am Anfang noch nicht. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. So. Grüßen wir die anderen mal. Well met. Ne? Zwei Secrets. Ein Secret haben wir auch nicht direkt. Aber gucken wir mal. Zombie Chow ist so eine super Karte. Man verschätzt sich da ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit Arena und so, denkt man immer so, 5 HP stellt er wieder her, ist ja totale Scheiße. Man ist drauf geschissen, gerade am Anfang. Das ist halt einfach so eine starke Karte. Und jetzt hat man halt die Möglichkeit. Entweder mit ihm zu traden. Nächsten Runde habe ich 3. Naja, machen wir es. So wichtig ist jetzt auch noch nicht an der Stelle, dass ich dafür das Divine Shield raushaue mit der Coin. Wenn ich jetzt ohne die Coin das Divine Shield hätte nehmen können, hätte ich es gemacht. The damned stand ready. Ah, das hasse ich, den Dark Cultist. Jetzt, und jetzt werde ich nämlich ihn los. Jetzt ist alles viel besser. Gut, dass er es so gemacht hat. Es war ein bisschen ein Fehler von ihm, finde ich. Jetzt coine ich mir ein. Ich finde das immer wieder super. Also ich coine mir ein, hole mir den True Silver Champion raus. Mit dem Loot Hoarder kill ich ihn. Und mit dem True Silver Champion kill ich ihn. Und dann geht nämlich vom Dark Cultist, der für 3 Mana, 3, 4 ist eh gut. Und der Death Rattle ist halt das Shit. Wenn du das halt raus. 3 HP. 3 Health auf einem Minion zusätzlich am Anfang, das kann halt so viel ausmachen. Darauf habe ich keinen Bock. Deswegen, tschüss. Weg mit dir.
der Anfang sieht mal richtig gut aus. Ich habe einen True Silver Champion schon angelegt. Ich habe einen Zombie Chai auf der Hand. Und habe zwei Minions von ihm gekillt. Und rein, und ich habe einen Kartenvorteil. Und da kommt ja mal alles zusammen. Da kommt ja einfach mal alles zusammen. So, ich sollte mich vielleicht nicht zu früh freuen, dann passiert noch irgendein Scheiß, aber ehrlich gesagt, jetzt sieht es gerade richtig gut aus. For justice! Wir halten jetzt nochmal Ward Control, weil auch ein Priester hat ordentlich Chancen, seine Minions zu buffen. Dann werde ich irgendwelche komischen Kombos dann ausgespielt werden. Wenn ich so easy das Board clearen kann und dann zwei Minions draußen habe, dann bin ich ganz zufrieden. Ich habe einen Consecration schon mal, falls er dann doch mal mehrere kleine Minions ausspielt. Ich habe jetzt einen Avenge, was inzwischen relativ gut ist mit den zwei Minions draußen. Er spielt selber einen Zombie-Chow, okay. Und einen Lightspawn, okay. Ich sag okay. Und das ist eine sehr gute Karte. Es kommt ja alles wie gerufen gerade. Also die 8 Wins habe ich schon sicher in der Tasche. Brauche gar nicht mehr hingucken, was ich hier spiele, du. Also, das läuft sehr gut. Den Argent Protector gebe ich mich jetzt darauf. Da hat er noch gleich 1-1, der arme Sack. For justice. Dann tut das gar nicht weh. Und den lasse ich da einfach mal noch stehen. Läuft, würde ich sagen. Da kann man ganz kurz in den Twitch-Chat schauen, die Zeit habe ich gerade. Ready for this? Ganz nette Unterhaltung über Uni und sonst was im Chat, aber kann ich jetzt auch gerade nicht komplett drauf eingehen. Was hat er rausgenommen? Er hat den Argent Protector rausgenommen, ne? Okay, jetzt habe ich einen 4-7er da und den 1-2-1er Zombie Chow. Consecration wäre an dieser Stelle ein bisschen Quatsch. Also ich nehme jetzt noch den Zombie Chow raus. Die 5 HP passen auch gerade perfekt. So, und entweder, ich hole noch einen Argent Protector raus, gebe ihm das Divine Shield. Ich nehme ihn einfach mal raus, damit da kein Quatsch passiert, auch mit dem Plus Spell Damage. Dann noch den Mad Scientist und ein Token. Passt. Die Divine Shields funktionieren gerade richtig gut. Die beiden Argent Protectors haben halt behalten halt meinen Chilvin Yeti im Game. Und der macht halt gerade mal richtig Action. Und ich habe immer noch ein. Okay. Ja, 2 Damage ist. Fucker. Fieser Fucker. Squire, attend me. Na wohl. Das war jetzt nicht so klug. Ja, wohl, er muss auch ein bisschen was ausspielen, hat er auch Probleme. Da ich jetzt eh alle loswerde. Also, ich verliere. Alle bis auf den Chillwind Yeti. Das heißt, ich trade einmal hier rein, dann hat er nämlich auch 2 HP. Mit den anderen greife ich hier an. Mit ihm löse ich das aus. Dann gehen die alle kaputt mit. So, jetzt habe ich noch 7 Mana. Ich werde ihm das Blessing of Wisdom geben, dann ziehe ich mir noch eine Karte, wenn ich angreife. Und ziehen Sunwalker. Alter Verwalter, was ist denn das für ein Spiel gerade? Das ist schon sehr bitter, wie das läuft. Mit 4 HP bin ich auch jeweils außer Reichweite von Shadow World Pain und Shadow World Death, was natürlich super ist. Da kommt der Lightspawn. Den bufft er jetzt anscheinend noch. Noch ein Consecration, was an der Stelle mal ganz gut kommt. Und dann check ich mal, wie wir das machen. Dann kann ich ihn killen, den Lightspawn mit dem Divine Shield, kein Problem. Nehme ich den Northshire Cleric. Ich behalte den Zombie Chow mal noch. Das sollte an der Stelle nicht verkehrt sein. Obwohl, ich bin dumm. Ich hätte einfach mit dem Light Justice killen sollen. Kleiner Fehler, aber der unnötig ist. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Solche Flüchtigkeitsfehler sollte ich mal nicht machen.
zwei Secrets draußen, das passt. Was war unnötig? Also ich hätte halt einfach schon 4 mehr Schaden machen können am Priester und zusätzlich hätte er 1 HP mehr. Scheint sich in diesem Spiel jetzt nicht negativ auszuwirken, aber sind halt so kleine Fehler, die manchmal das Spiel kosten können, die mir noch immer unterlaufen. Well played. Justice shall prevail. Und sehr schön. Neuer Rekord am frühen Morgen. Hat sich ja gelohnt, dass ich euch dazu geholt habe und nicht auf dem Tablet weitergespielt habe. 8-3. Sauber, sauber, sauber. 8-3. 8-2. 8-3 wird es natürlich nicht, es wird nämlich 12-2. Und ich hätte anscheinend gerade schon gewinnen können. Ein bisschen gepennt zwischendurch noch, siehst du? Manchmal verpasse ich sogar noch was. Und da habe ich das erste Mal, diesen goldenen Schlüssel mit der Krone. The shit. Also ich habe eben wirklich gepennt, dadurch, dass ich einmal da nicht richtig aufgepasst habe. Nicht mal nur, dass ich, wie ich gesagt habe, das verpasst habe. Ich hätte sogar noch den gleich schon töten können. Das verpasse ich manchmal. Das ist echt ein Fehler, der mir noch sehr oft passiert, dass ich so drauf fixiert bin, oder fixiert ist übertrieben, aber dass ich halt drauf achte, wie kann ich effizient traden. Dass ich halt nicht drauf achte, wie, ob ich ihn vielleicht schon killen kann. Das ist halt ein bisschen doof, natürlich. While, das sollte besser gehen. Ja, das ist nicht ganz so. Consecration so, und Fancreeper jetzt schon, 5er-Drop, brauche ich jetzt auch noch nicht. Das Blessing of Wisdom nehme ich mal ganz gerne am Anfang mit auf die Hand. Das kostet nur 1 Mana. Kann man manchmal noch irgendwo drauf slappen. Außerdem habe ich ja 2 davon. Und wenn die Starthand scheiße ist und ich ein bisschen was drawen kann, wenn es auch nur 1-2 Karten sind. Hat sich manchmal schon gelohnt. Bring ihn jetzt mal schon raus. Durch das Blessing of Wisdom, weil ich dann dadurch mindestens eine Karte nächste Runde ziehe. Sonst hätte ich es vielleicht nicht unbedingt gemacht, aber so. Holt ihr vor allem ein Totem. Ja, das kann ich jetzt for free killen, das wäre sonst wieder länger dagestanden. Alles solche Kleinigkeiten. Und ich kriege noch einen Zombie-Chow, das ist sehr schön. Und ich ziehe noch eine Karte. Das gefällt mir. Zumindest ein okayer Anfang jetzt mal. Ich müsste jetzt nochmal was Schönes ziehen. Nächste Runde kann ich auch, wenn ich jetzt einen Kreis ziehe, wenigstens habe ich die Chance, nochmal was Besseres zu ziehen, indem ich nochmal mit ihm angreife. Das brauche ich mich jetzt zum Beispiel noch nicht. Ich greife erstmal nochmal an. Dann gucken wir mal, was ich ziehe. Ne? Eher nicht so. Ich überlege gerade, ob ich Redemption jetzt schon nutze. Habe ich nochmal länger einen draußen? Na, durch das Taunt, das ist ganz nett. Und da er noch nicht so viel draußen hat, kann ich mit einem 2-1er mehr anfangen. Später ist ein 1er schnell gekillt, obwohl natürlich so ein Boulderfist-Ogre oder so natürlich netter ist mit einem HP, aber ich versuche einfach jetzt Board Control zu behalten. Das ist eine Lektion, die ich in der Arena gelernt habe, wirklich. Immer wenn man denkt so, ja, das ist natürlich das Secret, ist natürlich besser nachher mit dem Boulderfist-Ogre. Das ist aber noch 4 Runden entfernt, so die Kombination. Und man muss jetzt stark sein, also klar, du weißt halt nämlich nie, was hinterher kommt. Deswegen, lieber den besten Zug jetzt machen, den du machen kannst. Außer natürlich, es gibt immer mal Ausnahmen, man darf das nicht ganz verallgemeinern, aber es gibt immer mal Ausnahmen. Aber ansonsten den besten Zug, den du jetzt machen kannst, machen und dann wird das schon. So, und dann muss man danach weiterschauen. So, jetzt kann ich ein Consecration spielen, danach bleibt 2-1er übrig. Auch wieder so eine Frage. Mit dem Consecration, ja, ich kill einen und damit ihn noch. Sonst kann ich traden und 2-3 kriege ich halt schlecht tot, aber verliere ich mein ganzes Board. Mein ganzes Board verliere ich. Ja, hätte ich vielleicht sogar stehen lassen können an der Stelle. Da. Job's done. Und dann wieder auf 2-1er irgendwelche Spells verschwendet. Oh, 4-6. Ja, jetzt wird es langsam ein bisschen kritischer. Aber jetzt kann ich auch schon einen Fan-Creeper ausspielen, der dann mal ein bisschen was wegtankt.
Hätte ich eine Waffe, könnte ich auch ihn ausspielen, günstig, aber habe leider keine Waffe. Deswegen spiele ich den Fan-Creeper aus. Der hält mir den erstmal nur wenigstens eine Runde vom Leib und dann schauen wir mal weiter. Ich habe immer noch einen Arch und Protector auf der Hand. Das heißt, ich kann aber nochmal dann auch zurückschlagen, ohne den Minion zu verlieren, tatsächlich. Was natürlich sehr angenehm ist. Ich habe einen Black Knight auf der Hand, falls er was mit Taunt ausspielt. Wenn ich meine Waffe kriege, kann ich den Dreadcore sehr billig ausspielen. Ansonsten habe ich auch den Boulder fürs Ogre für die nächste Runde. Ich habe einige Möglichkeiten. Lightning Storm, okay. Ja. Aber Lightning Storm für zwei Einser-Minions und dann noch. Das ist okay. Damit kann ich leben. Tja, der hat jetzt 4-3. 4-3 ist ein bisschen scheiße. 4-3. I wonder. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Ich spiele den Dread Corsair plus Argent Protector aus. Oder ich spiele nur den Boulder Fist Ogre aus. Wenn ich den Boulder Fist Ogre ausspiele, hat er relativ schnell relativ wenig HP. Da habe ich mehr Möglichkeiten, effizienter zu traden. Probieren wir es so. Kein Hex. Ein Hex würde ich jetzt ungern sehen an dieser Stelle. Ansonsten hoffe ich mal auf eine Waffe. Das ist ein bisschen schade. Ich habe einen Toolsilver Champion und ich habe den Cockhammer. Den Cockhammer, ihr wisst Bescheid. Und... Ja, eine Waffe ist halt stark halt, ne? Sehr karteneffizient, Board-Control-mäßig. Ich habe genug HP, mir ist das alles wurscht, ob ich selber Schaden kriege. Okay. Interessant jetzt. Also, ich habe eine Menge verschiedener Möglichkeiten. Ich kann den Black Knight ausspielen, ihn sofort killen, dann bin ich die beiden los. Und habe dann noch einen Mana, was nicht so wahnsinnig viel ist. Kann mit ihm traden. Der interessiert mich an der Stelle nicht so. Ein 1-3er ist jetzt aber auch nicht der Shit. Den kann ich einfach killen. Dann geht das auch so. Also, das ist schon okay eigentlich. Ich kann Consecration ausspielen. Das killt ihn aber nicht ganz. Das ist ein bisschen schade. Da habe ich 2 Einser übrig. Dann muss ich... Consecration ist aber gar nicht schlecht. Durch den Death Rattle kriege ich ihn auch noch weg. Das scheint mir am besten zu sein. Death, Consecration, Holy. Das machen wir doch mal so. Das muss ich immer noch einmal angreifen. Wie gesagt, ich habe leider keine Waffe. Eine Waffe wäre ziemlich super. So, ich hoffe, er hat keinen Hex. Wäre ganz schön schade. Ein 6-5er mit Divine Shield, wenn der gehext wird, verliert man 2 Sachen halt auf einmal. Einmal den starken Minion und das Divine Shield. Na, guck nicht so blöd auf deine Karten. Na, ich glaube, wenn er einen Hex hätte, würde das schneller passieren. Von daher. Oder? Will er mich nur ärgern? Ah, okay. Durch das Divine Shield könnte ich auch ganz, kann sehr effizient traden. Und auch den Black Knight. Er hat anscheinend keinen wirklich guten, starken. Also wenn er jetzt was Besseres hätte, einen starken Minion. Das ist eine schöne Kombo. Gar nicht so verkehrt. Ja, es ist blöd, ich kriege die Wölfe nicht weg. Ich würde ganz gerne direkt traden halt. Aber die Wölfe sind zu stark. Das heißt, ich kann mit dem Black Knight einen Wolf zerstören, komme danach aber mit dem Argent Protector nur durch den einen Wolf durch. Das ist sehr schade. Hm. Ich kann aber selber einen Sunwalker mit 4-5, aber auch Taunt noch. Hm.
Hilft nichts. Wir ziehen noch eine Karte. Oh ja, da würde jetzt den Ogre zerstören. Gehe ich mal von aus. Der hat auch das Blessing of Wisdom, was das nochmal attraktiver macht, ihn zu zerstören. Vielleicht macht er es auch nicht, keine Ahnung. Würde mich aber sehr wundern, wenn er es nicht macht. Also der Ogre ist halt stark, macht viel Schaden. Und hat, wie gesagt, das Blessing of Wisdom, also er muss den eigentlich loswerden. Aber wenn er es nicht macht, habe ich nächste Runde den Sunwalker mit Taunt. Mit Spott. Und dann wird es nochmal schwieriger für ihn. Ist krass, ne? Also das Arena Matchmaking funktioniert ja so, dass er immer Leute zusammen matcht, eigentlich, die gleich weit in der Arena sind. Also der hat auch gerade 8-2. Also auch wahrscheinlich ein gutes Deck. 4 bis 7, komm, 4, 4, 4, 4, 4. Leider nicht. I'm invincible. Reporting for duty. Krass, dass ich meine Waffen nicht ziehe. Ich habe zwei, habe ich zwei oder drei Waffen? Ich habe zwei, ne? Ich habe Cockhammer und True Silver Champion. Mehr habe ich nicht. Und er hat zum Glück kein Hex, oder? Der Mana-Kristall. Das ist natürlich, ich mag die Karte nicht ganz gern, nicht so gern, die er eben gespielt hat. Mit dem Mana-Kristall. Und jetzt tradet er mal. Jetzt kommt er ein bisschen zu der Sau. Ich doch noch das, au, das Divine Shield ausspielen sollen. Okay. Jetzt wird's nochmal richtig spannend. Haben mich hier schon zu früh gefreut, ein bisschen, merke ich. Jetzt habe ich den True Silver Champion, aber aua, aua, aua. Verdammte Axt. Aber die Sache ist die, wie viel Schaden macht der 10-3? To battle! For justice! Ich dachte, er muss reagieren, sonst hat er ein Problem. Und das ist das Gute, aber das tat ganz schön weh die letzte Runde. Mal gucken, ob er darauf eine Antwort hat. Das Gute ist, selbst wenn er den Pilot of Sky Golem tötet, kriege ich noch einen 4er-Minion. My eyes are open. Okay. Ja, das nervt nochmal jetzt. Das rettet ihn nochmal eine Runde. Fuck. Consecration? Nein. For justice! Spannend jetzt. Ich hab sehr viele HP, ich habe ganz schön viele Möglichkeiten. Aber ich habe keine Direct Damage Spells. Ich habe keinen Hammer of Wrath zum Beispiel. Komm, kein Taunt. Kein Taunt. Er dürfte es nicht schaffen. Dadurch ist geil, also egal welche Kombination eigentlich, durch das Divine Shield und den Death Rattle. Ah, so ein Scheiß. Was ist das denn für ein 4er-Minion? Meine Herren. Was kommt jetzt? Okay. Alter, das wird so knapp. Ich kann 3 Schaden machen. Komm, irgendein Buff oder eine Waffe. Oh, Gott sei Dank. Well played. The battle for justice. Boah, war das spannend. Also ich hätte natürlich einen ganz im Vorsprung, hätte noch einiges passieren können, aber trotzdem kam er dann am Ende nochmal mit dem Molten Giant und so. 9! Ui, die Krone wird schöner. Puh,
Da gönne ich mir mal kurz einen Blick in den Twitch-Chat. Ein bisschen rumlesen. Na, es tauchen immer mehr Leute auf. Naja. Ich spiele mal weiter. Ist gerade so spannend. 9-2. Muss mal ganz kurz gucken, ob ich noch richtig in der Webcam sitze. Doch, sitze ich. Sehr schön. Jetzt 9-2. Krasser Shit. Na, schaffen wir es zweistellig. Gut, dass ich euch dazugeholt habe bei diesem Run. Wie gesagt. Nach 0-2, 7-2 rausgespielt und dann euch dazugeholt. Uther versus Jaina. You asked for it. I will fight with honor. Okay, siehst du, die Starthand will ich mal nicht haben. Den Archon Protector behalte ich mal. Brauch mal. Na, jemand, der hat auch 9-2. Und so eine Starthand habe ich. Das. Ich habe nicht so wenige 2. Komm, das muss doch nicht sein. Oh, das ist auch gar nicht gut. Das ist nicht gut. Okay, erstmal auch nichts aus zum Ausspielen. Das ist wenigstens mal was. Nicht ideal, aber ich brauche... Alter, was ziehe ich denn für eine Scheiße? Zweimal Blessing of Wisdom, zweimal Consecration, dann zwei Minions, die ich noch nicht ausspielen kann und ein Archon Protector, der alleine auch nicht viel bringt. Das ist echt bitter gerade. Ja, noch ein Archon Protector. Komm, gib's mir halt. Not on my watch. Und ich spiele das Blessing of Wisdom aus. Das ist jetzt nicht das Beste der Welt, aber ich habe eh zwei davon auf der Hand und ich brauche halt meine Karten. Job's done. Und eine Micro Machine. Langsam kriegen wir wenigstens ein bisschen was auf die Hand, was funktioniert. Geil ist was anderes. Ja, wieder das Blessing of Wisdom muss ich. Ich musste erstmal. Haupt ins Spiel kommen, jetzt leben die Micro Machines hoffentlich ein bisschen länger. Oh, und mit dem Frostwolf. Kasper kann ich dann auch ein bisschen arbeiten. Langsam geht's doch. Na, pinkt jetzt das Schild und killt gleich die Micro Machine. Die Micro Machine, wenn man es halt nicht macht, die kann dann auch ein bisschen stärker werden. Okay. What you want? Okay, ich hätte gedacht, er geht auf die Micro-Maschine. Aber interessant. Tja, damit habe ich 6-6. Das wäre jetzt nicht so verkehrt. Ich könnte zwei andere ausspielen. In der nächsten Runde habe ich aber auch nicht mehr Einheiten auf dem Brett. The Frostwolf stand ready. Stand ready. Ja, ja. Das habe ich. Ich habe. Hey, ich penne. Ich habe echt nicht dran gedacht, dass er gerade das Secret hat. Wie dumm. Ich hätte natürlich den Zombie-Char ausspielen sollen. Ah! Das Secret war so offensichtlich. Das war eine Riesenscheiße gerade. Ach, Martin. This is my responsibility. Ich hoffe, das kostet mich nicht das Spiel. Das war auf jeden Fall schon ziemlich bitter gerade. Und jetzt habe ich nochmal einen Fehler gemacht, dadurch, dass ich... Okay, Konzentration. Ich hätte halt den nicht verlieren müssen. Das war richtig... Ich könnte kotzen gerade, weil ich so dumm bin. Natürlich kann der das Schild wegpingen, aber das kann der Mage halt immer. Unnötig schwer gemacht.
Das, wie gut das wäre. Jetzt kann ich den Zombie-Chow mal nochmal spielen gleich. Aha! Füllt mich Ufrige. Jetzt sind dadurch, dass er den nur gefreezt hat, alles so teuer. Der Sache will ich eh nicht spielen. Ist zwar sauteuer für einen Zombie-Chow, aber soll's. Na, danke. Naja. Aha. Na egal. Autsch. Haha. Und mit Divine Shield. Das wird nichts, diese Runde. Da habe ich zu große Fehler gemacht. Na, wie gesagt, es gab ja insgesamt eh. Zweimal das Secret. Von daher eh ein bisschen Probleme gehabt. Aber trotzdem sind das ganz schöne Fehler. Leider hat er nichts mit Dings. Na gut, was spielen wir aus? Wir spielen den Sunwalker aus, weil ich den Thorn brauche. Ich werde hier traden, dann kriege ich erstmal die HP wieder. Oder traden werde ich ja nicht mal, ich verliere ihn ja nicht. Und dann spielen wir noch das Secret aus. Da waren aber ein paar große Fehler. Also zwei, drei dicke Missplays in kurzer Zeit. Sehr unangenehm. Oh, noch ein. Ah, aber auch gute Karten. Das kommt noch dazu. Ich spiele schlecht und er hat gute Karten. Da kommt einiges zusammen. Kann er dem nicht mal irgendwie einen Taunt geben oder so? Dass ich halt ihn sofort zerstören kann. Was meint er denn dazu? Anscheinend meint er dazu nichts. Classing of Kings hätte ich früher gebraucht. Neun. Puh. Also, wenn ich jetzt nächste Runde nicht genug Schaden abhalte, bin ich kaputt. Ich habe keinen Taunter. Ich habe doch, ich habe den Dread Corsair. 3, 8. Den wird er aber halt easy los. Und dann habe ich 6 Damage auf der Pelle hocken. Das sieht aus, als wär's das schon gewesen. I wonder. Blood and plunder. Wir suchen wieder das Beste rauszuholen. Vielleicht hat er mal endlich nicht die richtige Antwort auf der Hand. Oder spielt auch mal falsch, so wie ich die ganze Zeit mache. Das wird ja wohl mal drin sein. Das Problem, ich habe nur noch 8 HP. Mit 8 HP komme ich halt nicht weit. Ja, friere mich halt ein. Ja. Au, es kostet 2 zu viel. Also mit den beiden Consecrations werde ich die beiden los. Dann kriege ich 5 Damage nächste Runde rein. Das heißt, ich kann das eigentlich schon gar nicht mehr überleben. Ich will die los. Die hat noch 1 HP danach. Das geht nicht, das geht nicht. Master for Battle hilft mir auch nicht genug. Das hilft mir alles nix. Ich gucke, überlege noch, ob ich irgendwas übersehe, aber ich würde sagen, nein. Und jetzt, wenn ich noch eine Runde rausschummel. Das war's leider. Ist ärgerlich, dass ich da so zwei direkt hintereinander zwei Fehler gemacht habe. Aber naja, passiert. Well played. Zu. The victory. Komm aus der Scheiße nicht mehr raus. Schade, schade. 9-3 trotzdem, was sehr, sehr gut ist. Aber ein bisschen ärgerlich, dass ich Fehler gemacht habe in der letzten Runde. Andererseits, also der Magier hat auch echt richtig gute Karten. Also die richtig guten Antworten immer. Also so oder so wäre es sehr schwer geworden, aber durch meine Fehler ist es sehr leicht geworden. Ja. Naja, gucken wir nochmal kurz rein. Was ich da schon habe. 150 Gold gleich mal, kann man machen. Nochmal 20 Gold. Zu wenig. Nochmal 115 Gold und ein Pack. So kann man doch arbeiten, würde ich sagen. Und ein neuer Rekord, 9-3.
Ganz schön geiler Scheiß.